Herzlich willkommen zu Baldi's Basics. Ja, es wird mal Zeit, an meinen Mathe-Skills zu arbeiten. Denn, ich habe da definitiv Defizite und deswegen, dieses Spiel ist von 2018. Und ich habe mir gedacht, komm, machst ein Let's Play zu einem Lernspiel. Du machst ein Let's Play zu einem fucking Lernspiel. Ich habe was davon, ihr habt was davon. Wir lernen jetzt gemeinsam. Fertig. Los geht's. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Okay, hi, wie geht's? Bring mir Mathe bei, los geht's. Start. Story Mode natürlich. Collect all 7 notebooks and then exit the school to win. Okay, wir müssen 7 notebooks für die Matheaufgaben lösen und dann die Schule verlassen. Alles klar. Wird gemacht, Chef. Oh, hi. Hi. Welcome to my schoolhouse. Okay, warum redest du denn so? Ich kann dich so gar nicht ernst nehmen. Du bist ein toller Lehrer. Glatzkopf. Immer wieder Zeit, dass du die Glatze polierst. Was ist das am Himmel? Die Welt mit den 100 Milliarden Monden am Himmel. Okay. Der Baum hat auch schon bessere Tage gesehen. Exit. Ja, hol mich raus. Will keine Matheaufgaben lösen. Nee. Endlich mal wieder die Schulbank drücken. Lang, lang ist es her, Leute. Lang, lang ist es her. Oh Gott, wenn ich die Tafel schon sehe. Mathe gleich. Mehr Mathe. Mathe. Ja, moin. Erstmal hier schön in Pink das Notebook. Now it's time for everybody's favorite subject, Math. Answer the 3 questions correctly and you might get something favorite special. Favorite subject? My ass. The empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the Was ist, wenn ich Geschichte besser als Mathe finde? 6 plus 4 equals Ich glaube, das sind 10. Fantastic. Jetzt haben wir die nächste Aufgabe. 3 plus 1 sind equals 4. Great job. That's right. Problem 3. 1 plus 6 equals Ich glaube, das sind 7, eine Glückszahl. I can't believe it, you're incredible. I'm incredible. Vor allen Dingen, was stand da jetzt? You exist? Würde ich nicht existieren, hätte ich das falsch gemacht? Würdest du mich da umbringen wollen oder was? In welcher Welt leben wir hier? Naja, was auch immer. Kann ja auch ein Bug gewesen sein oder so. School rules! When you follow the school rules, no running and entering facility. No bullying, no drinking, no escaping. No fourth wall breaks. What? Fourth wall breaks vor allem. Was soll ich mit der Münze? Was soll ich damit? Whatever. What Eva, what Adam? Damit reden wir mal im nächsten Raum. Da liegt ja auch direkt wieder was rum. Wie schön. Problem 1. 5 plus 8 equals... Ja, das ist... Great job. That's right. Problem 2. Problem 2. Mine. You're doing fantastic. What's this? Problem 3. Plus... No rape. Times... Equals... Was weiß ich? Ich kann es nicht gleich lesen, ey. Was will ich jetzt von mir? Ich glaube, es war richtig. Ey, rechne es doch selber mal aus, du Mongo, ey. Ich höre jede Tür, die du öffnest. Na und? Schlaggeräusch? Willst du mich jetzt verkloppen oder was? Ich glaube, er will mich wirklich verkloppen. Let's go. Tschüss, ich habe noch einen Arzttermin. Ein Arzttermin sind wichtiger als Mathebücher. Nächster Raum. Was ist hier drin? Da ist der Wischer. Den brauchen wir nicht. Was bist du für einer? Ist das der Schuldirektor oder was? Nein! Monka S. Ja, das lief ja schon mal richtig scheiße, ey. Zum Glück war er sehr weit weg.
Denn ansonsten hätte er uns wahrscheinlich ziemlich auseinandergerissen, der Baldi. Oh, wird Zeit für den Snack. Seconds. Nein! Detention for you. When will you learn? Okay. Let's go. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Ja, schönes Spiel, ne? Schönes Lernspiel. Damit würde ich sagen, Happy Halloween. Machen wir noch eine Runde. Eieiei, ja. Es tarnt sich hier als Lernspiel, das ist was. Nette Idee, ne? 1 minus 2 sind minus 1. Wow, ich existiere. Ja, noch gibt es keine unlösbaren Aufgaben. You did great. Ja, jetzt gib mir die Münze, was auch immer die bringt. Ich weiß nicht mehr, was sie bringt, Leute. Was bringt diese Münze? Too lazy to add more subjects. Mann, warum eine ausgerechnete Mathe? Oh, er wird immer böser für jede Antwort, die wir falsch machen. Oh, wie schade. Sonst keine Probleme, oder was? Keine Freundin, die du befriedigen musst? Oh, nevermind. So. Oh nee, warum schon wieder? Jetzt bin ich jetzt schon wieder gefickt. Ich glaube, ich bin wieder gefickt. Das ist so brutal. Du musst einfach hier viel zu lange warten. Ja, ich bin schon wieder gefickt. Da bist du direkt raus, ey. Ja. Nein! Ich war einmal ein braver Schüler. Scheren sind toll. Ich mag Scheren. Wenn der Typ einen kriegt, bist du sofort weg, ey. Schon brutal, oder? Hallo, hi. Wie geht's? Schnauze. Now it's time for everybody good one. Problem 2. You're doing fantastic. Great. Ah, bin ich gut in Mathe? Ah, ich bin der Geist, ich bin der King, ich bin der Shaker. Du. You did great. Come here. You did great. A shiny. Ah ja, gib mir diese Münze. Ich weiß nicht, was sie bringen soll. Problem 1. You're doing fantastic. Das sind 4. Doch, das waren 4. Glaub mir, bitte. Es waren 4. Rechne es doch nach, du. Du netter Mensch. Gib mir doch die Antwort. Ich würde wenigstens gerne wissen, was es letztendlich war. Du löst ja nicht auf. Wie soll ich dann aus meinen Fehlern lernen? Herr Lehrer. Sie sind viel zu streng, Herr Lehrer. Ah, das ist wieder der. Oh nein, you need a rest. Oh my love. Wer ist jetzt hier um die Ecke? Nee. Ist so nicht. Oh, hier haben wir eine Schere. Was bringt die denn? Was bringt die Schere nochmal, Leute? I wanna play with someone. Was wollte der? What? Okay. Was habe ich da falsch gemacht? Scheiße. Was habe ich da falsch gemacht? Oh man. Ich komme hier nicht durch. I see you. Na und? No running in the hall. Nein, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin schon wieder geliefert. Detention for you. When will you learn? Muss das Schicksal akzeptieren. Welcome to Bali's Basics in Education and Schönes Lernspiel, sehr empfehlenswert. Ja, gib mir eine Matheaufgabe. Die brauche ich. Null. Problem. Sieben. Ah, ich bin so gut. Schnauze, jetzt gib mir die Münze. Ich weiß nicht, was sie bringt, aber gib mir die Münze. Das ist wichtig. Toller Preis, ne? Eine nutzlose Münze. Problem 1. 1 minus 9. Good one. Muss ich schon traurigerweise überlegen. Das ist ja. Er ist angry geworden. Komm her.
Habe ich mich jetzt erschrocken vor dem. No running in the halls. No running in the halls. Ich bin tot, oder? 15 seconds. Detention for you. You should know better. Ist der schon wieder da? Ich hoffe nicht, ey. Nein, let's play. 30 seconds. Schon wieder hier, laber doch nicht. Ey, sind die aggressiv? Sind die aggressiv hier in dem Spiel? Vor allen Dingen, guck mal, es sind jetzt so viele Sekunden. Laber doch nicht. Die Schere war's. Ich würde gerne wissen, was ich mit diesen Items machen soll. Was ich mit. Wofür ist die Schere? Wofür ist die Münze? Now it's time for everybody. You're doing fantastic. Great job. The good one. Komm. Nächste Aufgabe. Gib mir wieder deine Master-Aufgabe. Deine Master-Aufgabe. Die richtig krassen müssen wir geben. A shiny quarter. Eine shiny Münze, die nichts wert ist, weil sie aus dem römischen Zeitalter ist und Problem aktuell keinen Wert mehr hat. Six. I can't believe it. You're incredible. Problem two. You're doing fantastic. Doch, das waren über 70.000 waren das. Doch. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich konnte es sehen, wie die Aufgabe zu lösen ist. Ich weiß es einfach, Leute. Ich weiß es einfach. Aber er wollte es mir nicht glauben, dass es richtig ist. Glaubt ihr mir wenigstens, dass es richtig ist? Ich habe das im Taschenrechner eingegeben und der Taschenrechner hat mir dieses Ergebnis mitgeteilt. Nein. Der kommt nicht, oder? No running in the hall. Vor allem, was ist das für ein Viech da hinten? Habt ihr diesen Sandsack gesehen, oder was das ist? Interessant. Soll ich noch so eine nutzlose Münze? Nee, doch nicht. Nein, let's play. Du siehst mich nicht. Nein. Break no. One. Two. Three. Vor allem, wie creepy dieses Viech aussieht. Wow. Let's play again. Immerhin hat man danach wieder volle Ausdauer. Hä? What? Okay. Die Aufgabe war aber lösbar gewesen. Ja, moin. Hab mich nur vertippt, Leute. Natürlich kann ich das ausrechnen, als ob ihr mir nicht glaubt. Ich hab mich nur vertippt. Uff. Was ist das hier Schönes? Mann, ich komm nicht dran an die Schokolade. Na gut, dann halt nicht. Ärgerlich. Was ist, wie es ist. Wo ist der Typ? Baldi! Wo bist du? Mein geliebter Lehrer! Ich würde gerne wissen, wo der ist. Ah, da. Mhm. No running in the hall. Das läuft ja schon ein bisschen besser jetzt. No running in the hall. Attention, ein Tannenbäumchen heißt es. Attention heißt ein Tannenbäumchen. Ah, guck, hier haben wir schon wieder den nächsten Raum. Run for your life! Run for your life! Das sind 9, das sind 1 und das sind 1 Milliarde. Shit happens. Vor allem die Baldi fehlt jetzt hier komplett, ne? Ist auch sehr interessant, wie ich finde. Nein. Oh man. Jetzt habe ich mich selbst hier. Immer einen Schokoriegel bekommen. Hi, du Arsch. Guck mal, voll wie der Arm bewegt. Wirkt schon überhaupt nicht menschlich, ne? Also ihr merkt schon die Idee des Spiels. Es ist quasi Slenderman mit Matheaufgaben. That's right. Die Idee ist von Slender, nur ein bisschen kreativer irgendwie, ich weiß nicht, ich find's interessant. You did great. Und nicht so gruselig wie Slender, to be honest. Problem one. Great job. Good one.
Problem 3. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Wie cool. Wie cool. Weil ich habe die Münze nicht. Ich weiß ja eh nicht, was sie bringt. Von daher. Ach, da ist sie noch. Wofür ist sie? Kann ich nicht mal aufnehmen jetzt? Ja, whatever. Ah, ich glaube, ich habe auch nichts gedrückt, ja. Ich habe nichts gedrückt. Ich weiß ja nicht, wofür die Münze ist. Oh. Sorry, ich wollte nicht stören, lieber Besen. Oder Wischmob, weiß ich, was das ist. Ist ja auch egal. Hey, zum Glück ist der Penner weg. Ich hasse den. Der kommt, verliert man immer direkt. Wofür ist jetzt die Schere? Ich habe keine Ahnung, was diese Items bedeuten. Nächste Aufgabe. Wir brauchen einen neuen Raum. Aber das zu schaffen. Habe ich mich erschrocken. Auf einmal war der Penner da. No running in the hall. Nein! No running! Ah, oh, das war's. Seconds. Verloren. Detention for you. Was When ist denn die Safety Scissor? Ach, der hätte mich da nicht einsperren können, kann das sein? Ach, ja. Hi. Fick dich. Geh weg mit dem Schokoriegel. Ich will den nicht. Welcome to... Oh. Ah, hallo. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions. Hey, wie komme ich auf minus 3? And you are doing fantastic. You are doing fantastic. Hä? Wie geht's euch so? Mir geht's gut. Auf einmal ist es schon da, laber doch nicht. Detention for you. Your guck mal da hinten. Mach auf den Laden. So habe ich wenigstens noch eine Chance. Oh man. Das war ja richtig scheiße. Was war das denn? Ah, das ist ja mal ein Start. Das ist das Heftigste bis jetzt. Hier gibt's Soda. I wanna play with someone. Ich will aber nicht playen. Oh nee. Please remember to recycle your food. Schön. Was ist das für ein Handy? Hab ich auch nicht zu suchen, to be honest. Run for your life. Nächste Aufgaben. 8. Das sind minus 4. Ah. So. Wie viele Notebooks haben wir? 3, 4? 3, glaube ich erst, ne? Welcome to Bali's Basics in Education. Welcome to your hell, ey. That's me. Letzte Runde, Leute. Hallo, oh, hallo. Alter. Brrrr. Da kann man sich echt erschrecken. Da hat sich bloß kein Fehler mal mit ihm, ey. Ich existiere. Captain Obvious ist Captain Obvious. Also wenn wir mal wieder so eine Schere finden, dann werde ich die ausrüsten. Ausrüsten, wenn der Typ kommt. No running in the hall, weil ich glaube, der hat safe, wird man dadurch gesaved. Good one. Problem, good one. Ein gemalter, komischer Mensch. Sieht aus wie aus Knete, der Typ. Hört ihr das? No running in the hall. Nein. Gotta sweep. 15 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Oh, geil. Tot. Zack. Zack. Ich glaube tot, ja. Zack. Na, dann machen wir nochmal eine Runde, Leute. Weil der ist jetzt hier schon drinne.
Oder kann ich dir irgendwie überlisten? Tatsächlich. 200 IQ, Leute. Haha, Baldi, wie schmeckt dir das? Was war das wieder für ein Socken? Oh, no running in the hall. Jetzt haben wir die Schere. Das sind 1, das sind 11, das sind 2. Na, sind doch nicht 2. Ich glaube, ich habe mich vertippt. Das tut mir sehr leid. Ach ja. Habt ihr das gesehen, wie nah der war? Der Asi, ey. Nein! Let's play! Let's my ass! Leute, happy Halloween! Na, hier kommt noch ein Halloween-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einmal eine Runde Baldi's Basics. Wo ich mich einmal verrechnet habe, da habe ich mich nur vertippt. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mich unter das Video mit einem Daumen unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und feiert noch schön Halloween.